Hallo ihr Lieben, heute ist das Thema mal etwas ganz anderes, nämlich Darmspiegelung. Ich habe das nämlich vor kurzem gemacht und festgestellt, dass viele Leute wirklich Angst davor haben. Bei mir war alles in Ordnung, aber ich möchte einfach nur mal berichten, wie das war, weil ich auch im Internet gesehen habe, dass da die wildesten Gerüchte kursieren und Leuten wirklich Angst gemacht wird. Ich meine, es ist nichts Schönes und so weiter, aber ich möchte trotzdem einfach vielleicht damit eine Hilfe sein für Leute, die gar nicht wissen, was da auf sie zukommt. Also, man macht also einen Termin aus und wird da auch ausgefragt, warum man das machen möchte, ob man Probleme hat und wenn ja, welche. Und braucht dann, also ich in meinem Fall brauchte auch eine Überweisung vom Hausarzt, habe ich auch hingebracht. Und dann bekommt man einen Termin. Manchmal dauert es eine Weile, so 4, 6, 8 Wochen vielleicht. Und dann bekommt man, oder so war es jedenfalls bei mir, ich kann ja jetzt nur von mir erzählen. Ich habe dann so einen weißen Beutel mitbekommen und noch eine kleine Dose mit einem roten Deckel. Alles Abführmittel. Warum? Natürlich muss man alles abführen, damit der nachgucken kann da mit seinem Schlauch oder was das ist. Damit er auch alles sehen kann, ob alles in Ordnung ist. Und dazu muss es absolut sauber und gereinigt sein. Das ist ja auch klar. Und dann muss man sozusagen. Also bei mir war die Untersuchung am Montag und ich sage jetzt auch ein bisschen die Fehler, die ich gemacht habe, damit andere das, diese Fehler nicht machen. Also ich würde beim nächsten Mal, ich hoffe, ich brauche nie wieder was machen dieser Art, aber schon am Wochenende auf jeden Fall darauf achten, dass man wenig oder nichts isst und einfach rechtzeitig mit dem Abführen anfängt. Ich habe wirklich auf dem letzten Drücker leider angefangen und dann zieht sich das bis in die Nacht rein und dann kann man nicht schlafen oder nicht so gut, verständlicherweise. Also man sollte möglichst schon am Wochenende anfangen. Keine Äpfel, kein Salat, nichts, was schwer verdaulich ist, keine Tomaten, Tomatensoße eigentlich auch nicht. Darauf habe ich jetzt leider ein bisschen zu wenig geachtet und man sollte eigentlich auch auf Alkohol verzichten. Und dann geht es einfach mit dem Abführen wesentlich leichter, das ist ja klar. Und dann habe ich mich schon versucht, auf diesen Zettel an diesen Zettel zu halten, den man mir gegeben hat. Da stand, dass man erst um 18 Uhr anfangen soll mit diesem weißen Pulver. Aber ich würde wirklich vorschlagen, das viel früher zu nehmen, weil manche Leute reagieren. Also ich zum Beispiel, mein Körper hat stundenlang gar nicht reagiert und war irritiert, was jetzt los ist. Das kann man vorher nicht wissen, ob ein Körper schnell oder langsam reagiert. Manchmal ist ein Körper reagiert etwas träge, ja, und weiß gar nicht, was los ist und so. So war es bei mir. Und deswegen sollte man eigentlich am Tag vor der Untersuchung, wo dann steht, dass man jetzt auf jeden Fall anfangen muss mit Abführen und nichts mehr essen, da würde ich auch schon kein Mittagessen mehr essen. Lieber früher anfangen und länger fasten als spät anfangen und dann nicht schlafen können. Ich habe auch gehört, man soll nicht duschen und baden am Tag zuvor, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Das stand zwar nicht bei mir auf dem Zettel, aber ich habe das im Internet gelesen. Daran kann man sich ja jetzt einfach mal halten, auch wenn ich nicht genau den Grund verstehe. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann erst sehr spät angefangen. Also ich glaube erst zwischen, ich glaube erst so um 18, 19 Uhr. Habe auch vorher noch Mittag gegessen. Erstmal muss man diese Körner aus dieser Dose mit dem roten Deckel nehmen, ab da dann nichts mehr essen und dann ein paar Stunden später anfangen mit dem weißen Pulver. Da steht, dass man das in 3 Liter Wasser und dann kalt stellen soll. Also dieses weiße Pulver in 3 Liter Wasser und also einrühren, kalt stellen und dann ab 18 Uhr trinken. Das ist wirklich, für mich war das schon sehr schlimm. Also, was heißt schlimm? Es gibt sicherlich Schlimmeres im Leben, aber es hat furchtbar geschmeckt. Was schmeckt daran so furchtbar? So, die ersten Schlucke gehen ja noch, aber es schmeckt wirklich wie Säure. Und das ist es ja auch irgendwie. Und das Erstaunliche ist, es stimmt wirklich. Man trinkt zwar wahnsinnig viel, man soll ja 3 Liter trinken. Und man hat trotzdem das Gefühl, dass man total austrocknet, als würde man Säure trinken. So ist es auch.
Und es schmeckt auch so. Das heißt, man fühlt sich tatsächlich ausgetrocknet, hat aber einen Wasserbauch. Also wirklich schlimm eigentlich. Und das ist ja auch so radikal und konzentriert. Das ist ja nicht so, dass das mal eben Step by Step, sondern im Grunde wird da ja Harikiri abführen betrieben, ja. Also das ist ja, also aggressiver kann man ja gar nicht abführen, schätze ich. Also von daher soll man zwischendurch auch noch andere Flüssigkeiten trinken. Mein Fehler war, damit ich schon mal erzählen kann, ich habe das zuerst zu dünn gemischt, die ersten 1,5 Liter. Und dann waren die weiteren 1,5 Liter noch schlimmer. Also lieber nicht zu dünn mischen. Da hat man das Schlimmste lieber schlimm am Anfang, würde ich sagen. Und weil es wird sonst eine Quälerei. Und wenn das steht zwischen 18 und 20 Uhr, also ich habe das nicht in 2 Stunden geschafft, meine 1,5, die ersten 1,5 Liter, habe ich nicht in 2 Stunden geschafft. Ich habe 4 Stunden gebraucht. Also deswegen früh anfangen. Ich war um 22 Uhr noch immer nicht fertig, weinend mit dieser, weinend mit den 1,5 Litern, ja. Und ich habe auch nicht geschafft, zwischendurch dann noch was zu trinken. Ich war mit Trinken fertig. Am Limit, ja. Und was sehr hilft, ist Tee. Also ich würde wirklich empfehlen, warmen Tee zu trinken. Natürlich darf man keinen Kaffee und keinen schwarzen Tee und sowas. Auch keine krassen Säfte. Ich würde wirklich warmen Früchte- oder Kräutertee nehmen. Das hilft wirklich. Warmen Früchte- und Kräutertee immer wieder dazwischen mischen. Was komischerweise tatsächlich auch hilft, ist Red Bull. Das darf man auch. Red Bull damit trinken. Ich habe zuerst versucht, das mit Sekt irgendwie zu mischen, aber das hat nicht geholfen. Ja, also immer wieder warmen Tee rechtzeitig anfangen. Es kann wirklich sein, dass jemand 4 Stunden braucht für 1,5 Liter. Und da muss man sich die Zeit auch nehmen. Und auch nicht überrascht sein, dass es eine Weile dauert, bis der Körper reagiert. Bei mir hat der Körper zusätzlich nochmal 4 Stunden gebraucht, weil ich es zu dünn gemischt habe und weil ich ewig gebraucht habe. Das heißt, es war dann 12:30 in der Nacht. Also eigentlich, kurz gesagt, denkbar ungünstig, wie mein Abführen gelaufen ist. Aber ja, und am nächsten Morgen stand da ab 9. Ich habe da schon um 7 angefangen, weil ich mir gedacht, ich werde sonst nie im Leben fertig. Eigentlich sollte man dann 2 Stunden vor der Untersuchung nichts mehr trinken. Das konnte ich leider gar nicht einhalten, weil ich immer noch nicht fertig war. Und ich habe auch keine 3 Liter geschafft. Ist auch gar nicht schlimm, habe ich festgestellt. Die 3 Liter ist ja für alle Menschen. Und wenn man jetzt eher klein ist und eine Frau ist, sind ja 3 Liter nicht notwendig. Ist ja nicht so, dass ich einen Riesendarm habe, ja. Also ich würde mal sagen, für Frauen, die so sind wie ich, 1,65 groß, sind 2,5 Liter auch okay. Also ich habe knapp 2,5 Liter geschafft und ich bin fertig dann gewesen. Also das reicht dann. Man muss jetzt sich nicht bis zum Erbrechen wirklich. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass man sich sonst übergeben muss, diese 3 Liter reinquetschen. Also zusammenfassend nochmal, früh anfangen. Man braucht vielleicht viel länger als 2 Stunden. Dort stehen 2 Stunden, aber ich habe 4 gebraucht. 4 warmen Tee trinken dazwischen oder Red Bull. Lieber länger fasten. Und dafür schlafen können. Und alles Weitere, also wie der Körper dann reagiert und dass man dann aufs Klo muss, ist so schlimm gar nicht. Ist gar nicht so schlimm. Ich meine, je nachdem, wie groß man ist und das ist jetzt gar nicht so schlimm. Die Untersuchung selber ist eigentlich auch nicht so schlimm. Also ich habe auf jeden Fall mit Schlafmittel gemacht. Es ist keine Betäubung, sondern ein Schlafmittel, aber es fühlte sich an wie eine Betäubung, ist aber keine. Und man kommt dann halt so rein, legt sich auf die Liege, Handtuch nicht vergessen, ich habe es vergessen, aber die haben mir eins gegeben. Dann legt man sich eben auf die Liege und leider stechen sie dann dieses Schlafmittel ins Handgelenk. So war das bei mir. Danach ist natürlich das Handgelenk blau und gelb immer noch. Also es ist schon
für Musikerinnen und nicht gut. Aber das konnte ich leider nicht ändern. Dann legt man sich auf die linke Seite und bekommt dann in diese Kanüle im Handgelenk dann das Schlafmittel. Und ich hatte ein bisschen Angst davor. Angst vor dem Stechen natürlich. Und ich habe dann viel geredet und dann geht's. Und auch Angst vor dem Schlafmittel. Das hat dann so komisch gebitzelt und ich habe noch gesagt, dass es so bitzelt und im Satz war ich dann schon weg. Also es geht dann ruckzuck. Ja, und dann ist man nicht komplett weg, aber schon irgendwie weg. Also man ist eigentlich schon komplett weg. Angeblich aber nicht so, dass wenn was Schlimmes wäre und man Schmerzen hätte, dass man reagieren würde oder zumindest laut von sich gibt, ein Stöhnen oder so. Ja. Ich war auf jeden Fall irgendwie komplett weg. Und dann bin ich nochmal kurz aufgewacht, weil die mich dann nochmal so kurz angezogen haben. Bin dann nochmal kurz aufgewacht, als sie mich in so ein Zimmer geschoben haben. Aber man ist schon ein bisschen im Delirium. Darf dann auch nicht alleine weg. Ich wurde dann abgeholt. Aber eigentlich ging es mir da schon wieder völlig okay. Also man hätte theoretisch vielleicht auch einfach auch alleine nach Hause laufen können. Aber es ist halt sicherer, wenn man jemanden dabei hat. Aber man ist jetzt nicht komplett weggetreten. Man ist so ein bisschen drowsy natürlich, klar. Und man fühlt sich auch nicht, tut ein bisschen weh so im Nachhinein, weil die dann diese Kanüle wieder rausziehen oder was das ist. Und man fühlt sich einfach irgendwie unangenehm so ein bisschen. Man bekommt sofort Bescheid, wie das Ergebnis war, wird auch gelobt, wenn man es alles richtig gemacht hat. Und inwiefern das jetzt wirklich notwendig und gesund ist, das zu machen, weiß ich nicht. Ich persönlich wollte es unbedingt mal prüfen lassen, ob alles okay ist. Und das ist ja auch in Ordnung. Es ist schon, also ich kann mir vorstellen, dass es für manche Menschen eine zu große Quälerei ist, dieses Zeug zu trinken. Weil es ist ja nicht nur das Trinken, es ist das radikale Abführen und die Säure, die man trinkt und dass der Körper wirklich total irritiert ist, das ist klar. Aber die Untersuchung selber war okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so Horrorsachen passieren, wie dass man eine Wand durchstößt oder irgendwas verletzt. Das kann ich wirklich nicht behaupten. Also ich hoffe, dass ich den Leuten damit Angst weggenommen habe und dass ihr euch keine Sorgen machen müsst.